Hallo, servus zusammen. Retour bei Wayland Hearts, Part 7 schon. Wir sind mit Anna jetzt in Ypern, die ist nach Ypern gereist, um ihren Vater zu warnen. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo der Chlorgasangriff von den Deutschen war. Das heißt, wir werden sicher demnächst auf Emil und Freddy stoßen. Anna ist eine Tüchtige, schaut, dass sie jedem helfen kann, wo es geht. Und da braucht auch schon wer Hilfe. Er schickt mich nach rechts. Na, schauen wir. Schau mal, wer da Hilfe. Mädchen. Was ist denn los? Such der Mama. Die ist da oben. Die holen wir. Oh, da ist so eine Rakete. Kann ich da rein? Oh, sie ist umgefallen. Ist aber hurtig. So, sorry. Außer irgendwie. Ah, okay. Sollten wir schon in der Übung sein. Reanimier sie, komm. Ah, sie lebt wieder. Jetzt einen Schluck Schnaps. Und dann geht's. Perfekt, Anna. Super gemacht. Oh, was für ein Krieg für ihn. Ein Holzdeckel. Holzdeckel mit Schnur. Ein gewöhnliches Spielzeug der Zeit. Okay. Während des Krieges wurden auch die Spielzeuge kriegerischer. Mit Brettspielen konnten die Kinder berühmte Schlachten nachspielen, während andere Objekte den Gegner schmähten. Nach dem Krieg wurden die Spiele und Spielzeuge wieder friedfertiger. Sicher zum Aufheizen. Machen wir noch Kriegsspielzeug. Jetzt sollte das Mädchen draußen wieder glücklich sein. Komm, ihr habt euch gefunden. Was hat das Mädchen? Eine Maske auf oder was? Na gut, erste gute Tat vollbracht, könnte man schlafen gehen. Okay. Aber jetzt einen Schlüssel geben, soll ich dich einfach liegen lassen? Na dann. Anna, was machen wir? Wow, 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 aufpassen. Ein Zahnrad? Okay. Ich muss dem Typen da helfen. Das schaut alles nicht safe aus. Für was soll das gut sein da? Gerade ein bisschen überfragt. Okay, ein Zahnrad wäre da mal los, das ist fix. Und ein großes. Okay, das kann einmal nicht stimmen. Also der will das da unbedingt drauf geben. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. So. Wurscht, ich muss eh noch eins finden. Irgendwo muss noch eins sein. Nutzt ja alles nichts. Ah, da ist runtergefallen. Sehr cool. Naja, theoretisch muss das so passen. Drauf. Ah, was machst du? Jupp. Und jetzt zum Schnürlzünden. Läuten wir die Glocke. Boom. Und kaputt. Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Boden da überall so halb morsch war. Damit die Glocke durchfetzen kann. Und wieder drei gerettet. Die Anna ist eine richtige Heldin. Wahnsinn. Kann der Nebel?
Fenster aufmachen, super. Jetzt werden wir dich auch noch heilen. Sie und ihre Wundersalbe. Ah! Ha! Haut alles immer perfekt hin. Oh, er liebt mich sogar. Und gibt mir sein Stecken, sein zerbrochenen. Zerbrochener Krückstock. Der Knauf ist alles, was von diesem Krückstock noch übrig ist. Der Stock wurde aufwendig geschnitzt und ist ein Andenken an die Gräben. Leider ist ein zerbrochener Krückstock für niemanden von Nutzen. Deswegen wird er mir geschenkt haben. 2000 weg hat selber. Ah, jetzt können wir unten hier weiter. Gas ist weg. Ja, ja, na, da gibt. Achso. Hä? Ah, da ist der Ausgang. Check schon. Da ist der Ausgang. Sie attackieren uns! Ab in den Brunnen! Oh, da fehlt der Hebel, ja. Ja, stirb im Castle. Warum in die Richtung? Check, natürlich. Ja, aber ich kann die da oben nicht hängen lassen. Muss halt irgendwie raufkommen. Ah, da. Ich kann die da ja nicht hängen lassen. Nix drin. Nix da für mich. Aber da. Natürlich. Irgendwas habe ich versäumt. Bettpfanne. Latrinen fanden sich normalerweise außerhalb des Hauses im Hof. Daher benutzte man nachts Bettpfannen. In gut situierten Haushalten wurden die Diener mit den Leeren der Bettpfannen beauftragt. Kein edles Leben. Das entwürdigt irgendwas. Okay. Ich komme da trotzdem nicht zu ihr runter, das bringt mir gerade nichts. Na, 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 ganz glücklich bin ich da nicht, da muss ich irgendwas sagen. Ja, spring. Oh, oh. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Für welche Tür ist die Frage? Da ist alles offen. Ja, ja, ich komm gleich, anscheinend. Ich muss irgendwie rauf. Brauche ich da den Schlüssel? Okay. Dann haben wir da das nächste Sammelobjekt. Und zwar eine stereoskopische Kamera. Eine Kamera, die gleichzeitig zwei Bilder auf Glasplatten einfängt und so dreidimensionale Bilder ermöglicht. Der Einsatz dieser Kamera war relativ verbreitet, da sie klein und leicht zu transportieren war. Okay. Bild ist nix. Ah! Aha, da geht's runter. Da hängt schon wieder ein Bild. Hätte ich mir vielleicht die Zahlen merken sollen. 6, 4, 8 oder so. Was ist das? 6. 4 und jetzt die 8.
2! Das ist doch ein 8er, willst du mich verarschen? Soll ich 3 nehmen? Na, warum ist der 8er abgebildet? Dann nehmen wir halt 3. 6. 4. Und 3. Nee. Na na, es sind anscheinend nur 3, nur ich mache irgendwas falsch. Da steht. Ach so, als erstes. Ah, okay. 4, 6, 8. Alles klar. Die römischen Ziffern besagen die Reihenfolge. 4. Damit das jetzt nicht geht. Natürlich geht das. Weil wir Profis sind. Haha, da kann sie nur kichern. Ui. Pläne oder was? Was hat dich da jetzt so fasziniert? Auf jeden Fall haben wir da eine chemische Formel. 2C12 plus 2H2O, genau. Und so weiter. Die Formel beschreibt, was in der Lunge des Soldaten passiert, wenn er Chlorgas inhaliert. Das Chlorgas reagiert mit dem Wasser in der Lunge und produziert Chlorwasserstoffsäure, die schwere Verbrennungen auslöst. Uah. Wird das sicher kein Arzt verschreiben. Sag ich jetzt. Ein Hebel! Den habe ich vorher irgendwo gebraucht. Wo war. Ah, was ist denn da los? Ah, das habe ich echt. Das habe ich vergessen. Bitte schön, kannst du durchlesen. So, Tagebücher natürlich auch. Da ist aber nichts Neues. Na gut. War der Hebel nicht eh gleich? Ah, auf der anderen Seite. Hört ja auf jetzt! Ja, duck dich, Bodenlängen! Nassen Fetzen ins Gesicht. Ich komme! Tust du weiter? Ich komme! Ich hab da draußen irgendwo. Genau. Weiß auch nicht, was das kann. Ah ja, genau. Und Bomben. Bomben! Bombe! Dass ich da eine Bombe finde. Dann werden wir sich den Weg zu ihr. Ah ja, aber da muss ich ja trotzdem rein. Auch. Ja, weil ich dann noch rein muss. Okay. Da unten ist ja auch versperrt, da muss ich ja auch rein. Also ich muss da rein, dass ich rauf kann. Machen wir es einmal voraus, genau. Das ein bisschen schneller vielleicht. Oh. Hoffentlich geht sich das aus. Sehr gut. Ah, da hat es das unten mitzerrissen. Jetzt werden wir sie wieder Jesus-mäßig heilen. Boah, die ist fertig. Oh! Und jetzt verlangen sie einem schon was ab da bei der Heilerei. Aber ist okay. Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und
traf dabei auf Emil und Freddy. Jetzt treffen wir Emil und Freddy. Das Schicksal das sehen hatte sie ja zusammengebracht. Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas und Granatbeschuss überlebt. Fluffy war ja auch so. Wenn der Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Oh, und abgestürzt. Oh fuck. Mon Dieu. Vater wurde von einem deutschen Regiment gefangen genommen und in einem Zeppelin abtransportiert. Ausgerechnet er, der solche Höhenangst hat. Wahrscheinlich wissen sie von seiner Forschung. Bitte, Vater, versuch kein Held zu sein. Arbeite für sie. Ich will dich nicht verlieren. Ich bin ihnen auf den Fersen. Und diese beiden Soldaten, die ich kennengelernt habe, sind ebenfalls hinter dem Zeppelin her. Schreibt nur sie was? Wow, ja, das ist halt nicht schön. Gut, hätten wir das auch gleich durch, dass wir das nicht gleich wieder vergessen nachher. Hehehe. Ich bin mit Fluffy da. Ich und Fluffy. Was? Glaubst du, du hältst mich auf oder was? Haha, nicht übersehen. Ich hab's gewusst, dass das was ist. Jungfrau Maria und Schatulle. Eine Schatulle mit einer Figur der Jungfrau Maria, ein weiteres Beispiel für die Kunst in den Gräben. Um ihrer Langeweile Herr zu werden, begannen die Soldaten alles zu verarbeiten, was ihnen in die Hände fiel. Nicht explodierte Munition, leere Behälter und Splitter wurden in Objekte des täglichen Bedarfs verwandelt und einem weniger kriegerischen Zweck zugeführt. Dass man mal ein bisschen was zum Lachen oder so auch hat. Was mache ich mit dem Deutschen da? Heilen? Oh, es wird immer schneller. Der hat nur Durst. Oh, Spritzer. Oh. Oh, der hat eine Kugel drin. Okay. Okay. Ja, es muss Verband drüber und gut ist. Nicht einmal. Ein paar Maden rein und fertig ist die Geschichte. Ich wäre gerade Aster dabei. Was ist dabei? Mon Dieu! Fluffy! Ist die Luft rein? Puh. Kalle! 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 Ich komme! Ich rette dich! Kalle, deiner Rettung steht nichts im Wege. Außer der Franzose. Und da brauchen wir schon wieder einen Hebel. Warum nimmst du die nicht immer mit? Oh, da wäre ich jetzt drüber spaziert. Brief eines Soldaten. Liebe Emma, sind auf dem Rückzug. Unsere Position ist nicht zu halten. Keine Sorge, mir geht es gut. Wir überlassen Reims dem Gegner. Reims ist eine wunderschöne Stadt. Ich hoffe, zu Hause läuft alles gut und du kümmerst dich gut um unsere Eltern. Ich hoffe, die Gefangenen arbeiten ordentlich für dich. Auf bald, Sigi. Herr Sigi, dass sich der mal meldet. Ah, wow. Nein, Fluffy, du holst. Du bist nicht so schwer wie ich.
schöner Fluffy. Dass der wieder da ist, weil. Da kommst du hinterher. Ja, fein, fein, fein. Hat zwar jetzt kurz gedauert, aber war fein. Yeah, yeah. Wow, Kalle! Wie soll ich denn das hochheben? Ah. Ja, würde ich auch sagen. Kurz Geduld. Ui, da hinten ist sicher auch was versteckt. Sonst wird es ja keinen Weg geben. Na sicher ist da was versteckt, aber nur mit Fluffy. Hol mir das. Wie das Sammlerobjekt. Rabuff. Dankeschön. Dankeschön. Ach so, das brauche ich sowieso, das Zeug. Mon Dieu. Das schaut aber schon ziemlich kaputt aus. Liegt da was? Ja. Da liegt. Hätte ich nie gesehen, wenn ich da nicht einfach auf X drücke. Irgendwas haben wir eh schon wieder versäumt. Ein Spieß. Diese Spieße wurden aus Zeppelinen oder Flugzeugen auf die Gräben herabgeworfen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnten sich die massiven Spitzen durch alles bohren, was zwischen ihnen und dem Boden war. Inklusive Helmen und Schädeln. Das war ein Garant, wenn der getroffen hat wahrscheinlich. Ich muss da aber jetzt drüber. Kann ich die Dose werfen? Natürlich. Bringt mir das was? Haha! Mächtiges Badaboom! Komm, Fluffy. Du zahlst am Aussehen. Mit einer Hand. Geht schon, Fluffy. Okay. Halten. Ich kann aber nicht halten, wenn ich ihm sagen muss, dass er rauszieht. Das war jetzt. Okay. Aber er ist ja draußen. Komm, Kali. Wir helfen dir. Wird schon nicht so schlimm sein. Wundersalbe drauf und dann ist gut. Na, no, wird immer schneller. Komm, erzähl was, erzähl was. Ah, mit dem Propellerflugzeug weggeflogen. Kalle, komm zu dir. Hol die zwei. Das dynamische Duo. Terence Hill und Bud Spencer. Was ist los, Fluffy? Wow, aufpassen. Also Freddy kommt da... Ah, von da hinten. Okay. Freddy kommt von hinten. Okay, Fluffy, du gehst zu Freddy. Ihr betätigt den Hebel. Das bringt... Achso, ich spiele mit Freddy, wenn Fluffy... Ah, achso. Alles klar. Naja. Sehr gut. Das Ur-Dream Team. Boom. Der Killer. Okay, du gehst wieder zu Emil. Soll ich ihm jetzt einfach? Das explodiert ja so nicht ohne. Ah, zu Freddy muss das rüber. Pass auf, hol dir noch eins.
geh zum Freddy. Du, genau so. Das was bringt? Glaub nicht. Ah, geh ein bisschen weg, Fluffy. Bisschen weg, Fluffy. Boom. Na sicher, komm grad weiter, da ist was. Ich spür das. Na komm. Na grad weiter. Ah, haben wir schon Hebel. Den Hebel gibst gleich Emil, bitte. Dankeschön. Nur wie komme ich bei dem Typen vorbei? Einfach einem Kopf. Zack, natürlich. Brachiale Gewalt funktioniert immer wieder. Ah, da kommt noch. Dankeschön. Merci, mon ami. Merci, mon ami. So, was ist da jetzt los? Was ist da jetzt los? Okay. Was passiert da, wenn ich... Aha, okay. Ich muss anzünden und Dynamit drauf werfen. Ja. Shit. Ja. Hol mir noch einen Stangerl Dynamit, Fluffy, bitte. Danke. Gibst du mir? Muss viel näher hin. Viel näher hinter. Komm rauf. Anzünden gescheit. Runter. Kann man gleich da stehen bleiben. Jawohl. So muss funktionieren. Was wir alles kaputt machen, wie Rockstars. Haha. Du noch immer nicht fit, Alter. Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf. Und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Ein Foto seines Enkels, Victor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Ja. Hello.
Kein Stress da machen. Hat er wenigstens ein Foto, was er sich anschauen kann, was ihn relativ glücklich machen wird. Und wie es den zwei Eiszapfen danach ergehen wird in der Kälte und was passieren wird, sehen wir das nächste Mal. Das war jetzt eigentlich eine sehr coole Folge wieder. Es ist viel passiert. Ja, Leute, ganz kurz, knackig, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Mundartzocker. Tschüss, Baba.